Ich mache grundsätzlich wirklich auch lieber immer erst alle möglichen Nebenquests, bevor ich die Hauptstory weitermache. Aber in manchen Spielen eskaliert das ziemlich. Hey! Und? Wie gefällt dir der Song? Bist schon ein Fan? Na dann, nimm! Ich meine, klingt echt irgendwie cool. Hip-Hop, der Chocobo. Ja, ich find's gut. Aber jetzt müssen wir da ganz nach hinten. Na gut, da laufen wir jetzt an der Hauptquest vorbei. Dann soll es so sein. Dann schauen wir mal nach, was da hinten los ist. Ey! Hör auf! Halt! Widerstand ist zwecklos! Lass mich in Ruhe, du Shinra-Schwein! Klappe, Slamratte! Piep, 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 piep! Bist du bescheuert? Angeblich soll jemand Schießpulver aus einem Shinra-Lager geklaut haben. Johnny wurde zu der Sache verhört und du weißt ja, wie bockig der Bengel sein kann. Das hatte doch sicher mit dem Anschlag zu tun. Armer Kerl, diesmal kommt er nicht so leicht davon. Das wird echte Konsequenzen haben. Wir müssen Johnny helfen. Gehört er zu euch? Nein, aber er hat mitbekommen, dass wir hinter Avalanche stecken. Und leider plappert er gern. Johnny darf auf keinen Fall reden. Ich gehe hinterher. Ich komme mit. Wirklich? Aber... Das bin ich dir schuldig. Für deine Hilfe. Na gut, dann los. Und ich dachte schon, dass sie irgendwie altruistisch handelt. Aber nö. Hinter die Container da. Tut schon genug weh. Überhaupt, ich hab doch gar nichts getan. Warum verhauen wir die nicht einfach schnell tiefer? Verstehe ich nicht. Ach so, warte. Nee, nur ein bisschen Schießpulver geklaut, was? Uns machst du nichts vor. Das war deine ID, du hast das Lager betreten. Was? Das muss ein Irrtum sein. Ich würde mich nie auch nur in die Nähe eines Shinra-Lagers wagen. Johnny rutscht sicher was raus. Gehen wir? Ja, du lenkst die Gardisten ab. Ich kümmere mich um den Rest. Was genau ist denn der Rest? Ah, eine Bank. So viel Zeit muss sein, Tifa. Erstmal kurz heilen. Und jetzt Attacke! Attacke! Lasst ihn gehen. An wen erinnern mich die Soldaten? Raus damit! Diese Helme erinnern mich. Was los? Wer ist da? An irgendein anderes Spiel. Dein Freund und Helfer in der Not! Ihr seid es! Avalanche! Hey du! Was soll das werden? Nur die harte Tour. Elite-Gardist. Hey, aber, dieses Analysieren. Weiß ich irgendwoher, wen ich schon analysiert habe und wen noch nicht? Muss ich überhaupt jeden Gegner analysieren, damit die irgendwie wirklich in der Datenbank vermerkt werden? Muss ich mir mal nochmal anschauen, wie das genau funktioniert. Naja, aber jetzt verhauen wir erstmal alle. Was? Bring es hinter uns! Was ist los? Und jetzt?
Wir stellen ihn ruhig. Hey! Hey! Nicht! Wie? Was? Nein! Nein! Ah! Lass das! Wenn dir was an deinem Leben liegt, dann verschwinde. Ja, ja, ja! Ich mache eine Biege! Ich schwör's! Ja. Sollen wir ihn echt laufen lassen? Er könnte reden. Ich weiß, aber er hat nichts getan. Und die? Lass sie liegen. Cloud. Was soll das? Verschwinden wir, bevor sie aufwachen. Ich weiß nicht, ob die wieder aufwachen, ehrlich gesagt. Aber gut, wenn du meinst. Ich muss jetzt echt mal kurz Kampfberichte. Ah ja, genau, die soll ich ja auch irgendwo abgeben noch zusätzlich, ne? Aber eigentlich wollte ich mal in die Gegnerdatenbank schauen. Ah ja, tatsächlich, guck. Hier sind kleine Lupensymbole bei denen, die ich schon gescannt habe. Aber kriegen wir dann auch extra Informationen? Ah ja, der gelbe Text, die Gegenstände, viele zusätzliche Informationen. Okay. 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 Also doch alle einmal scannen am besten. Aber ich muss echt mal noch rausfinden, ob ich irgendwo sehen kann, wen ich schon gescannt habe und wen noch nicht. Das wäre noch gut. Hoffentlich kommt Johnny irgendwie klar. Sorg dich lieber um dich selbst. Lass uns von hier verschwinden. Was ist? Ich weiß nicht. Du hast dich irgendwie verändert, Cloud. Inwiefern? Deine Augen zum Beispiel. Wie soll ich das sagen? Früher hast du nicht so... Das kommt von Marco. Hallo, so sehen alle bei Soldat aus. Ach so. Und nun? Willst du zum Laden zurück oder lieber noch ein paar Aufträge erledigen? Aufträge erledigen. Aufträge erledigen. Bra. Ich will immer auf X mit allem interagieren, mit Leuten reden, Türen öffnen. Ist einfach so der natürlichere PlayStation mit Sachen Interaktionsknopf. Aber in dem Spiel gar nicht. Den Spiel ist X der Menü öffnen Knopf. Bitte lass mich. Mann! Ach, das ist der Bahnhof. Pfeiler, aha. Auf der Platte gibt's garantiert auch Monster. Naja. Gibt es nicht. Letzte Fabrik will, dass sich etwas gedulden müssen. Das ist zwecklos. Dreht um. Die Fabrik ist gesperrt. Da treiben sich Schimmer rum. Obwohl, Moment. Du bist sehr tiefer. Seid ihr die Hilfe, die die Zentrale uns versprochen hat? Dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Die Schimmer befinden sich in den hinteren Lagerhallen. An zwei Stellen. Merzt sie aus, okay? Okay, der hat irgendwie einen lustigen Dialekt. Und die gelben Signalbänder kann man immer noch nicht durchhauen. Na gut, okay. Hä? Hallo? Tifa, wo müssen wir hin? Ah, ich sehe schon. Los geht's. Hallo.
laut. Was greifen wir da an? Was ist los? Wo ist überhaupt irgendwer? Nein! Er hat mich demobilisiert mit seinem Knutsprung. Super Zeitlupe. Drama. Immobilisierung. Einige Gegner verfügen über Angriffe, die nicht geblockt werden können und ihr Ziel bewegungsunfähig machen. Wenn du immobilisiert wurdest, solltest du zu einem anderen Mitglied... Mach ich... Also, hallo. Mach ich doch schon lange. Schauen wir mal, was sie für Fertigkeiten hat. Entfesselung. Damit wird jetzt ihr Spezialangriff krasser oder so. Weiter geht's. Aber wohin weiter? Das ist die Frage. Ich glaube, ich gehe mal da lang weiter. Es ist ja ein richtiges Labyrinth hier. Oh, das sind die Flugechsen, die wir besiegen sollen. Aber hier kommen wir leider irgendwie nicht rein. No, jo, dann gehen wir mal irgendwie einen anderen Weg. Ich werde kämpfen. Ah! Niedere Schimmer. Ein fliegendes Wesen, das in den Slums beheimatet ist und über magische Kräfte verfügt. Es ist von kleinem Wuchs und fliegt oft nahe am Boden. Nichts überstürzt. Es geht los. Hier geblieben. Okay. Ah, Moment mal. Jetzt zweifle ich, ob ich die andere Tür nicht auch irgendwie hätte öffnen können. Verdammt. Sollte ich vielleicht doch nochmal zurücklaufen. Nö. Ist wirklich kein Schalter. Wie kommen wir denn da rein? Über den anderen Weg. Über den Wolkenweg. Tüdeldü. Nee. Hallo. Wie? Wie denn? Ich gehe einfach mal den Weg weiter. Vielleicht ergibt sich dann alles. Kommt schon. Keine große Sache. Blut. Blut klingt gut. Aber ich glaube, ich habe gar keinen freien Slot mehr für niemanden, oder? Nee. Aber ich könnte jetzt theoretisch sein Glut verdoppeln, damit er gut Glut kann. Oder so. Oder Gluta. Glut, Gluta, Glutamat ist, glaube ich, die Steigerung.
Ja, dann kehren wir gleich zurück. Warum nicht? Ihr habt die Flugechsen erlegt? Aber sowas von. Besten Dank auch. Das wird meine Schrottsammler sicher freuen. Sieht ja ganz so aus, als hättest du ein Händchen für diese Söldnergeschichte. Ich habe in den Slums schon so einiges gesehen. Glaub mir, ich habe ein Gespür für sowas. Begib dich am besten mal zum Platz vor dem Pfeiler. Man munkelt, dass irgendwo dort ein grässliches Ungetüm rumschwirrt. Du bist doch Experte für sowas, oder? Schon. Lerne dich selbst kennen, indem du deinen Weg beschreitest. Und dann, blick zurück. Die Aussicht wird eine ganz andere sein. Also hau rein, Mann! Mein Angebot ändert sich regelmäßig. Schau während deiner Selbstfindung öfter mal vorbei. Na gut, Schrotthändler. Willkommen! Mein Sortiment ändert sich je nachdem, ja, wie die Lage gerade ist. Hast du schon gesagt? Supertrank! Besten Dank. Warst du schon am Pfeiler? Falls nicht, dann deck dich bei mir für den Kampf ein, okay? Ich glaube, ich bin versorgt, danke, aber ich glaube, wir gehen jetzt zum Pfeiler. Das klingt interessant. Aber die Frage ist, wie? Die Zulieferer sind natürlich streng geheim. Eigentlich alles in der Kiel. Ich hab mir letztens... Okay. Was wohl passiert ist? Was ist denn hier los? Ah, der neue Standbild-TV. Sind das die bösen Leute? Offizielle Stellen haben verkündet, dass es sich bei den Straftätern um eine bekannte terroristische Vereinigung handele. Die Gruppe, die sich als Avalanche bezeichnet, soll bereits in der Vergangenheit... Avalanche soll die Bombe gelegt haben. Es sind noch immer nicht alle Feuer gelöscht worden. In Sektor 8 ist die Schnellstraße zusammengebrochen. ...diese im Wortlaut grausamen und antisozialen Kräfte vorzugehen. Beide Männer betonten, dass sie mit allen Mitteln kämpfen werden, um den Frieden und Wohlstand der Bürger zu bewahren. In Sektor 1 und 8 soll wohl immer noch der Strom ausgefallen sein. Daran ist einzig Avalanche schuld. Wenn Avalanche das war, dann ging es wohl um die Rettung des Planeten. Was ist? Um eine bekannte terroristische Vereinigung handelt. Ich übernehme jeden. Ach, wir den Wagen. Hey. Schlafen, kommst du? Aua, ey. Entschuldigung, war keine Absicht.